Seit Snowden ist klar, Kommunikation wird abgehört, wird überwacht, nicht nur von ausländischen Geheimdiensten, sondern auch unter Mithilfe der eigenen. Industriespionage, Wirtschaftsspionage, kriminelle Energien sind da, haben es auf unsere Kommunikation und auf unsere Informationen abgesehen. Man kann sich dafür schützen, die Technologie ist da, gibt es seit über 20 Jahren, ist etabliert, sicher. Die Möglichkeiten sind da, es fehlt aber die Verbreitung in der Masse. Dafür kann zum Beispiel helfen eine Idee, die ich nenne Recht auf Verschlüsselung. Das heißt also eine Verpflichtung aller Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen, die Standardvariante, die Default-Variante ihres jeweiligen Kommunikationsweges in einem echten Ende-Ende zur Verschlüsselung auf Basis offener Standards und Open Source zu verschlüsseln. Damit hat man das Problem gelöst, dass man nicht weiß, ob das Gegenüber diese Kommunikationsweg und diese Verschlüsselungstechnologie auch beherrscht, weil dann kann das jeder, dann hat das jeder implementiert. Ein weiterer Effekt einer solchen Variante ist, dass natürlich ein enormer Entwicklungsschub in diesen Technologien drinsteckt, was bedeutet, dass aus entweder sicher oder benutzbar ein sicher und benutzbar wird.